Herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar heute vom Schwedensteig. Klingt sehr nach Ausland, ist es aber nicht. Wir sind hier mitten im Sauerland und ja, das ist auch gut so. Bis nach Schweden, für eine 15 Kilometer Wanderung, ich glaube, das muss nicht sein. Aber ihr seid auf jeden Fall dabei, ich bin dabei und auf den Rest der Bande warten wir jetzt noch. Wie viel wir von denen zu sehen bekommt, Sie sind mal gespannt. Auf jeden Fall. Bleibt dran für den Schwedensteig bis nach dem Intro. Und die Wanderung beginnt im Auto, weil wir am falschen Parkplatz sind. Verdammt. Also noch mal kurz. Eine Runde drehen zum anderen Parkplatz. Gucken wir doch mal, wo sind wir denn jetzt, ihr beiden Experten? Laut Komoot oder laut Garmin? Tja, finden wir es noch heraus? Geht es etwa da hoch? Oder müssen wir den Weg einfach wieder zurückgehen? Es wird spannend. Nur wenige Minuten später. Ja, den ganzen Weg wieder zurück. Aber Leute, das gibt alles Höhenmeter. Bisher ist es mehr so Straße hier. Wir wurden auch schon gefühlt dreimal vom Auto überfahren, aber naja, was will man machen? Ist halt so hier in Schweden. Wir haben uns jetzt übrigens für Komoot entschieden und Garmin, naja, vielleicht beim nächsten Mal, ne? Da ist auch wieder der Parkplatz. Naja, was soll's. Und jetzt hätten wir fast noch die Jenny gesehen. Die ist aber schon um die nächste Kurve. Da müssen wir uns jetzt wohl beeilen. Aber gut, hinter uns ist auch noch der Markus. Also liege ich im guten Mittelfeld. Weiter geht's. Sind wir doch mal gespannt, ob hier uns weniger Autos überfahren wollen. Ha. Und schon haben wir sie verloren. Was meinst du denn da dazu? Wo ist sie denn lang? Das ist mal gut. Morgen. Okay. Markus ist auch etwas größer als ich, also die hat sie schon gesehen. Ich sehe sie immer noch nicht. Da läuft sie. Vermutlich links in die falsche Richtung gerannt und jetzt rennt sie wieder nach rechts. Das ist heute eine Wanderung, sage ich euch. Aber Hauptsache, es geht bergauf. Vielleicht hätte der uns ja mitnehmen können, ne? Naja. Welcome to Schwedensteig, wenn man es noch erkennt. Naja, gut, ne? Gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Weil wir ja von da gekommen sind und tatsächlich auch schon mal da hinten irgendwo waren, als wir uns mal kurz verlaufen hatten. Ne, Wanderführerin? Oh, jetzt geht's den Weg hier weiter. Mal gucken, wo der uns so hinführt. Ja, ich würde sagen, die Aussicht macht doch schon mal Laune, ne? Ja, wer so weit hoch will, muss auch irgendwann wieder runtergehen. Ne? Ist ja logisch. Wir haben auch schon ein paar Wanderer getroffen, schon ein bisschen mal überholt,
man uns mal wieder einholen lassen. Festgestellt, wir sind doch ganz schön fit. Und ja, die anderen haben auf jeden Fall noch ein paar Kilometer vor sich, weil die wollen nur zur Hütte. Bei uns ist die Hütte tatsächlich nur so eine Mittelstation von dem Schwedensteig. Aber je nachdem, mal gucken, kehren wir dann doch noch in die Hütte ein. Aber dann erst am Ende. Klingt komisch, ist aber so. Und wenn ihr euch fragt, wo die anderen beiden Vögel sind, naja, die sind hinter mir. Aber ich kann sie immerhin noch sehen. Wirkt jetzt total, als wäre ich richtig fit, ne? Aber naja, wie ich gerade den Berg hoch gejapst habe, habe ich euch natürlich jetzt nicht gezeigt. Dafür geht es jetzt sehr steil bergab. Ab und zu mal gucken, ob die beiden noch da sind. Ja, wenn die Kamera sich richtig bewegt. Naja. Weiter geht's. Den Schwedensteig. Ab und zu aufpassen auf Kiesel, die auf dem Weg liegen. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt geht's schon wieder bei hoch. Lass mal die beiden mal vorlaufen, ne? Weil immerhin kommen wir von dort. Und da müssten auch irgendwann wieder die andere Truppe kommen, die hinter uns war. Wenn die Technik jetzt nicht wieder durchdreht. Aber gut, das kann auch daran liegen, dass ich das Kabel vom Mikrofon da doch recht straff dran habe. Dafür hört ihr mich zwar gut, aber ab und zu gibt es Kamerawackler. Muss ich noch dran arbeiten. Okay. Wofür auch immer. Ja, aber hier scheint auch ein kleiner Weg herzugehen. Und das ist auch einfach mal ein schöner Ausblick wieder. Hier wird auch gerade ein Waldsofa aufgemöbelt. Sehr schön gemacht. Hier gibt es einfach ein paar Sitzgelegenheiten. Eine kleine Hütte zum Unterstellen. Alles wunderbar hier, würde ich sagen. Warum auch die alten Dinger hier abbauen, ne, wenn die noch gerade so gehen? Kann man ja alles dann nutzen. Wie gesagt, wird hier gerade eine neue Bank aufgestellt oder die alte gereinigt, keine Ahnung. Und hier gibt es auch viel zu lesen. Zwar nicht mehr ganz so gut erhalten, aber immerhin. War mal für die Ewigkeit gedacht. Sehr schön. Und da seht ihr sie beide wieder von hinten. Wollen wir mal hinterher. Sonst stürmen die noch die nächsten Gipfel ohne uns. Kann man ja nie wissen. Rechts lang, links lang. Hoch. Hoch ist immer gut. Wie heißt eigentlich das Einhorn? Nein, Helmut. Helmut das Mammut, genau. Haben wir das auch mal geklärt. So, weiter geht's mit Helmut, Jenny und Markus und, naja, natürlich mir. Ist das wohl schon die Schwedenhütte? Frage ich mich jetzt bei jeder Hütte. Wir gehen da jetzt noch lang. Okay. Ist zu nah, ne? Ja, und die ist oben auf dem Berg. Okay, das ist ja mehr total, ne? Ja. Also,
Sieht jetzt nicht nach Skilift aus, das stimmt. So, hier geht es jetzt nochmal ab zu einem Aussichtspunkt, 100 Meter. Soll wohl gut sein, sagt Jenny. Mal sehen. Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal zusammen an, würde ich sagen. Es ging auf jeden Fall eben sehr steil bergauf, deswegen habe ich auch nichts gefilmt. Ich würde immer noch sagen, Markus ist der fitteste von uns. Er hat nämlich oben einfach schon bestimmt so 4 Minuten gewartet auf uns, während wir dann doch mal japsend eingetrudelt sind. Aber so macht man das in der Wandertruppe, man wartet auch mal aufeinander. Hier gibt es auch Webseiten, alles klar. Das sind jetzt also 100 Meter gewesen. Ja, das war am Schild. Na dann. Kann das aber am Schild stehen. Ja, gut. Ich würde tatsächlich sagen, das war eben schönere Aussicht. Ja, die Bäume sind noch gewachsen, ne? Ja, da könnte es liegen, ne? Also ich würde sagen, die Aussicht eben war doch ein bisschen schöner. Die Bäume sind hier schon ein bisschen höher gewachsen. Je nachdem, wann ihr das hier anguckt, gibt es hier keine Bäume mehr, weil das sind bestimmt alles Weihnachtsbäume. Oder Markus? Gut, dann sind es keine Weihnachtsbäume. Dann wachsen die hier wahrscheinlich so weit, bis ihr gar nichts mehr sehen könnt. Also ist das hier mehr so ein Knutsch-Hotspot, würde ich sagen. Oder ihr beiden? Gut, ich werde hier bestätigt von hinten. Sehr romantisch. Sehr schön. Deswegen kommen hier auch gleich noch mehr Leute. Das könnte dann ein Rudel haben. Gut, gehen wir mal weiter. Ist das jetzt wohl die Schwedenhütte? Sind wir schon in Schweden? Wir müssen hier nicht. Ich dachte, hier noch, aber laut. Gut. Einmal drehen, sagt die Chefin. Und weiter geht's. Doch noch nicht in Schweden. Verdammt. Das ist doch einfach auch mal schön, ne? Schwedenhütte. Haben wir es doch tatsächlich geschafft. Sehr cool. Da haben wir es doch tatsächlich geschafft zur Schwedenhütte. Und Mann, ist das eine Aussicht. Hier gibt es auch wieder einen kleinen Kinderspielplatz. Sehr cool auf jeden Fall auch für die Kleinen. Einen echten Schotterplatz noch zum Bolzen. Ja, sowas soll es noch geben. Und die Hütte ist allgemein echt schön. Die Preise sind echt solide. Man kann da durchaus eine Currywurst und ein bisschen was trinken. Zu günstigen Preisen, würde ich mal sagen. Und der Sessellift geht auch wieder runter. Und ich denke mal wohl eher, wenn Schnee liegt. Ja, aber alles in allem echt sehr schön da oben. Wir gehen jetzt aber weiter.
Ja, auch nach der Schwedenhütte geht es weiter. Und zwar mit schönen Aussichten, muss man schon mal sagen. Zwischendurch vielleicht mal ein Energy-Riegelchen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, heute Abend lecker essen gehen. Mal sehen, wo es uns noch so hin verschlägt. Auf dem Weg bis zum Auto. Ihr seid auf jeden Fall fast live dabei. Nach vielen gut ausgebauten Straßen, auf denen wir bisher unterwegs waren, führt uns der Schwedensteig jetzt auch mal durch ein bisschen schwedischen Dschungel. Über kleine Bäche hinweg und durch die wilde Vegetation. Auch für Kinder bietet der Schwedensteig eine Menge. Zum Beispiel diesen kleinen Spielplatz. Einfach klasse. Gut erhalten, gepflegt und ein Stück weiter können sich die Erwachsenen vielleicht auch die Füße kühlen im Tretbecken. Was will man mehr? Diese Frage war durchaus ernst gemeint. Was will man mehr? Genau. Eine wunderschöne Aussicht übers gefühlt ganze Sauerland. Und mit diesen Bildern lasse ich euch auch ein bisschen allein, damit ihr den Ausblick so genießen könnt, wie ich ihn genossen habe. Mit natürlich ein bisschen schwerem Atem dazwischen. Ging ja auch schwer bergauf. So Leute, bevor ich es vergesse, das war der Schwedensteig. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Training bis zum P-Weg. Die anderen beiden sind schon ein bisschen fitter, würde ich sagen. Aber ihr wisst es, ich nehme es mit Humor. Demnächst wird trainiert weiter, fleißig. Und ich hoffe, ein paar motivierende Kommentare zu lesen von euch. Aber da bin ich mir auch fast sicher. Also, Daumen nach oben und bei der nächsten Wanderung seid ihr wieder mit dabei.